Herzlich willkommen zum Video meines Vortrags Führung im Wandel. Dieser Vortrag entstand anlässlich unseres Leadership Forums am 29. September 2016. Mein Name ist Jaco Johansen. Ich bin Gesellschafter und Partner bei Systemworks. Und beim Kunden bin ich oft in der Rolle als Berater in Veränderungsprozessen. Ich werde angefragt für Führungskräfteentwicklungsprogramme und ich bin Lehrtrainer am Institut für Systemische Beratung in Wiesloch. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und diesen Vortrag sich anhören wollen. Es geht um Führung im Wandel. Das heißt, wie hat sich Führung über die letzten Jahre, Jahrzehnte verändert? Was sind neue Anforderungen an Führung, an Führungskräfte heutzutage? Und vielleicht auch einen ersten Ausblick auf, wie kann mit dieser Komplexität, mit der zunehmenden Komplexität auch umgegangen werden. Erstmal ein Rückblick. Führungsthemen entwickelten sich aus der arbeitsteiligen Organisation von Prozessen, Taylorismus. Als die Wirtschaft industrialisiert wurde, haben sich die Arbeitsprozesse geteilt, wurden kleinteiliger und die Führungskräfte, die damals solche Unternehmen, Abteilungen dann geführt haben, waren oft ihre besten Experten, die einfach die Kette hochgewandert sind. Und da hat man es angefangen, das erste Mal auch auf Führung zu schauen. In der amerikanischen Armee wurden die ersten Forschungsergebnisse produziert, indem man versucht hat herauszufinden, was brauchen denn Menschen, die andere Menschen führen an Kompetenzen. Es ging damals darum zu schauen, was für einen Stil hat denn jemand persönlich. Also eher autoritär, eher demokratisch, mit anderen zusammen oder eben eher laissez-faire, also die Mitarbeiterschaft möglichst lassen. Aber klar war, Führung spielte sich im Dreiklang ab zwischen kommandieren, zwischen kontrollieren und dann natürlich auch korrigieren. Was auch ging, wenn ich als Führungskraft es besser wusste. Wenn ich also mein bester Mitarbeiter und meine beste Fachkraft eigentlich war. Dann entwickelte sich die Führungslehre dahingehend weiter, dass man festgestellt hat, vielleicht gibt es nicht den richtigen Stil, weil es ja auch unterschiedliche Mitarbeitertypen ging. Und je mehr sich man den Blick auf die Mitarbeiterschaft hatte, fand man heraus, dass Führungskräfte ihr Führungsstil variieren sollten. Und schon war die Lehre der situativen Führung geboren. Man sagt, dass die Führungskraft ihren Kontrollverhalten, ihr Delegationsverhalten an den jeweiligen Reifegrad des Mitarbeiters anpassen muss. Das heißt, die Führungskraft war plötzlich gefordert, seine Mitarbeiter mehr in den Blick zu nehmen, also überhaupt eine Mitarbeiterorientierung entstand. Es ging nicht mehr nur um den Arbeitsprozess, sondern auch, wer vollführt die Arbeit und wie wird die Arbeit vollführt. Und dann die Führungskraft sollte ihr Führungsverhalten daraufhin anpassen. Und das heißt, plötzlich ging es nicht mehr nur um kommandieren und kontrollieren, sondern eher den Mitarbeiter auch zu entwickeln und gerade den Reifegrad eines Mitarbeiters zu erhöhen. Das heißt, die Führung spielte sich dann eher im Dreiklang von fordern, von fördern und aber auch von Feedback ab. Damit ist klar, dass die soziale Komponente, also die Sozialkompetenzen von Führung, ein ganz anderes Gewicht bekamen, als wenn man nur Befehle geben musste. Die Führungslehre hat sich dann sogar weiterentwickelt, nicht sogar, sondern ist darüber hinausgegangen, wenngleich die Erfahrung im Feld heutzutage zeigt, dass viele Führungskräfte sich in diesem Bereich eigentlich, ich will nicht sagen stehen geblieben sind, aber sich in diesem Bereich ganz wohl fühlen, mit einer Mitarbeiterorientierung, mit einer Aufgabenorientierung und ihren Stil eben auf die Mitarbeiter anzupassen. Wenn man die Gedanken weiterdenkt von den Arbeitsprozessen zum Mitarbeiter hin zum Gesamtkontext, zum System, dann werden die Ansprüche an Führungskräfte natürlich größer oder höher. Auch der Abstraktionsgrad ist ein anderer. Und Führung geht plötzlich eher darum, die Kräfte, die dort in einem System, in einer Arbeitsorganisation mit den Menschen, mit den Prozessen, durch Interessenkonflikte walten, diese Kräfte zu steuern, eine Kultur zu schaffen, in der Selbstorganisation ganz anders möglich wird und den Kontext mit in den Blick zu haben. Also Arbeitsbedingungen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern zu sagen, wie kann ich als Führungskraft den Kontext, den jeweiligen Kontext so gestalten, dass
ein anderes Verhalten der Mitarbeiter, aber auch vielleicht ein anderes Verhalten für mich als Führungskraft überhaupt möglich wird. Das ist sehr nah an systemischen Führungsverständnis. Es ist systemisches Führungsverständnis heute, was, zeigt wie gesagt meine Erfahrung, noch nicht durchgängig gelebt wird oder wo viele sich gerade dabei sind, auf den Weg zu machen. Wenn jetzt neuere Konzepte der Selbstorganisation, der Selbstführung auf Führungskräfte einprasseln, auf Organisationen einprasseln, durch junge Mitarbeiter in die Organisation getragen werden, durch den Markt, der mehr Geschwindigkeit verlangt, plötzlich gefordert werden, dann ist das nochmal ein viel konsequenterer Schritt für Führung, den Rahmen zu gestalten, in dem Selbstorganisation möglich wird. Dazu wird mein Kollege aber an anderer Stelle noch mehr Ihnen mitteilen können. Wenn wir das mal so eine grobe Linie von Führung und wie sich Führungsverständnisse auch über die Jahre entwickelt haben, werfen wir jetzt mal einen Blick auf, wie haben sich denn die Umwelten verändert. Und bei der Veränderung der Umwelt gibt es, glaube ich, objektive Themen, aber natürlich auch ein Wahrnehmungsthema. Wie nehmen wir die Umwelt heutzutage wahr? Und da geistert aktuell durch die Landschaft das Wort der VUCA-Welt, V-U-C-A. Von Volatilität, also höheren Ausschlägen, größeren Amplituden, unberechenbareren Verläufen, von einer großen Unsicherheit, dem U-Uncertainty, Komplexität, also eine zunehmende Vernetzung auch von Themen, als auch Ambiguität, eine Mehrdeutigkeit. Dieses Begriffspaar, dieses Begriffsquartett stammt eigentlich auch aus dem Militär, wo es darum ging, wie kann man Soldaten im Einsatz darauf vorbereiten, dass sie genau in einen Kontext geraten, den sie vorher so nicht berechnen können, wo sie vorher nicht jedes Ereignis vorausplanen können und üben können, wie sie sich darin verhalten, sondern genau mit den Unvorhergesehenen kompetent umgehen. Diese Art der Wahrnehmung wird heute von vielen geteilt, dass in den Wirtschaftskontexten durch eine zunehmende Vernetzung, durch zunehmende Globalisierung, durch zunehmendes auch Gewicht des Internets die Umwelt sich verändert hat. Dass ein Teil der Berechenbarkeit, der Möglichkeit zu planen und vorherzusehen, gefühlt zumindest verloren gegangen ist. Und es gibt auch ganz konkrete Beispiele. Zum Thema Unberechenbarkeit. Sie erinnern sich vielleicht, vor einigen Jahren ist ein hochrangiger Politiker, hat einen Skiunfall verursacht, der für denjenigen, mit dem er zusammengestoßen ist, den Todesfall zur Folge hatte. Und derjenige, der den Unfall verursacht hat, trug einen Helm. Helme gab es schon vorher. Unfälle gab es schon vorher, aber allein dadurch, dass dieses Ereignis damals durch die Presse ging und so viel Aufmerksamkeit erhielt, stieg die Nachfrage nach Skihelmen so stark an, dass binnen kürzester Zeit die Regale leer waren, die Produzenten Überstunden machen mussten und für den Hersteller von den Helmen war diese Marktentwicklung völlig unvorhersehbar. Da hätte kein Lager, keine Lagerbestückung hätte gereicht, um sich darauf einzustellen. Das heißt, die Nachfrage wird unberechenbar und die Wechsel von wann ist etwas angesagt und wird gekauft und wann auch nicht mehr, finden immer drastischer statt. Also nicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sondern ganz oder gar nicht. Große Aufregungswelle, zwei Tage später kräht kein Hahn mehr danach. Das ist ein Beispiel für Unberechenbarkeit, für Volatilität an den Märkten. Unsicherheit, es ist immer unklarer, nach welchen Kriterien die Märkte tatsächlich reagieren und wie Vorhersagen getroffen werden. Vor einigen Tagen gab es ein Interview in der Presse, ein Bericht darüber, dass führende Bankenhäuser inzwischen einen Chief Political Officer eingestellt haben. Also jemanden aus dem politischen Raum, Politikwissenschaftler, die versuchen, den Einfluss von politischen Ereignissen auf die Wirtschaft, auf den Geldmarkt vorherzusagen.
Ja, also Politik und der wird nicht mehr als Rahmenbedingung wahrgenommen, sondern als Teil plötzlich des Spiels. Es gibt also immer weniger Konstanten, an denen man sich festhalten kann, und immer mehr Variablen, die völlig unvorhersagbar reagieren und inzwischen so miteinander vernetzt sind, dass es schwer ist, eben in Ursache-Wirkungszusammenhängen, in linearen Zusammenhängen hier dem Ganzen einen Sinn zu geben und schon gar nicht mehr prognostizieren zu können. Das ist der Teil von Komplexität, eine lineare Systemdynamik, wie hier in der Folie beschrieben, ein Tropfen, der in der Mitte von einem See fällt, kann man ganz gut berechnen, welche Auswirkungen es hat in alle Richtungen, auch kreisförmig. Zumindest kann ich sagen, wann kommt die Welle wo an und wann ist sie auch wieder versiegt. Die Wirkung entspricht sehr klar der Ursache. Heutzutage in einer zunehmenden, ja, vernetzten, komplexeren Welt gibt es komplexe Systemdynamiken, und die sind dadurch gekennzeichnet, dass eine sehr kleine Ursache eine sehr große Wirkung haben kann, was eher mit einer Lawinenmetapher ganz gut besprochen ist, wo man nicht weiß, wann sie losgeht, wie sie losgeht, aber es braucht manchmal eigentlich nur den berühmten Flügelschlag eines Schmetterlings. Und dann erleben Führungskräfte Situationen, die eine hohe Mehrdeutigkeit beinhalten, also eine Ambiguität. Es kann das eine sein, es kann das andere sein, es kann ein Dilemma sein. Man muss sich entscheiden zwischen Polen, die eigentlich nicht vereinbar sind. Und es gibt keine eindeutige Anforderung mehr. Ich kann nicht mehr sagen, das wird von mir gefordert und diese Erwartung decke ich, sondern ich habe Anforderungen, die multidimensional sind, die häufig sogar im Widerspruch stehen, und muss mich dementsprechend selbst und situativ für Lösungen entscheiden, die mir als Führungskraft nahe sind, die mir aus der Persönlichkeit natürlich, für die Persönlichkeit auch taugen. Und die Frage bleibt, woran mache ich mich denn jetzt fest, woran orientiere ich mich und wie halte ich auch diese Mehrdeutigkeiten aus? Ich fasse nochmal zusammen, in der VUCA-Welt geht es darum, höhere unvorhersehbare Ausschläge, höhere Volatilität, immer mehr Unsicherheit dahingehend, wie sich Themen entwickeln werden, eine größere Vernetzung, höhere Komplexität und eine Mehrdeutigkeit, die sich dadurch auszeichnet, dass ich nicht mehr eindeutig sagen kann, was etwas ist, sondern aus vielen Perspektiven Themen unterschiedlich beleuchtet werden können. Ein Modell, was genau versucht, das Thema Komplexität nochmal greifbarer zu machen, ist das Kinevel-Modell, ein Sinngebungsmodell, was vor allem, ich möchte es hier kurz verdeutlichen, den Unterschied zwischen kompliziert und komplex verdeutlicht. Geht davon aus, dass es Situationen gibt, dass es Situationen mit Wirkzusammenhängen gibt, wo es klare, eindeutige Ursache-Wirkung gibt. Immer wenn das A, dann B, und ich weiß sehr schnell und leicht, wie ich darauf reagieren kann. Diese Situation wird man als einfach oder auch als offensichtlich bezeichnen. Dann gibt es komplizierte Situationen, in denen die Wirkzusammenhänge immer noch linear und kausal sind, ich also sehr klar sagen kann, wie etwas funktioniert, aber es so kompliziert ist, dass ich möglicherweise Experten brauche, dass ich möglicherweise lange Phasen von analytischen brauche, um das zu verstehen. Ein Flugzeug wäre eine Metapher oder wäre ein kompliziertes System. Wir wissen, wie es funktioniert, aber es ist natürlich sehr, sehr kompliziert, für uns Laien sowieso. Der Unterschied zur Komplexität wiederum ist, dass bei der Komplexität, bei komplexen Situationen, ich nicht mehr eindeutig sagen kann, was die Ursache-Wirkungsbeziehungen sind, weil die Ursache-Wirkungsbeziehungen multikausal und komplex sind. Das heißt, ich kann erst im Nachhinein sagen, was hat die Lawine ausgelöst. Ich kann nicht im Voraus sagen, was wird die Lawine auslösen. Und das Anerkennen genau dieses Faktums veranlasst mich als Führungskraft natürlich zu einem ganz anderen Handeln. Wenn ich nicht mehr Prognose machen kann, wenn der Anzahl, die Vielfalt an Informationen, die ich sammle, kein Garant dafür ist, eine bessere Entscheidung zu treffen, muss ich mein Entscheidungsmodell und mein Handlungsmodell darauf anpassen. In dem Kinevel-Modell gibt es natürlich noch eine Stufe weiter, wenn ich auch im Nachhinein keine Ursache-Wirkung mehr feststellen kann, sondern wenn ich das Gefühl habe, alles ist völlig chaotisch, es gibt keine Wirkzusammenhänge, es ist völlig beliebig, es ist die reine Willkür.
Nochmal kurz zusammengefasst, Komplexität erfordert ein anderes Vorgehen als das klassische Problemlösemuster, wie ich es in komplizierten oder auch in einfachen, offensichtlichen Umgebungssituationen habe. Bei offensichtlich kann ich nach Best Practice suchen, da gibt es die eine gute Lösung. Bei kompliziert suche ich nicht mehr nach der einen guten Lösung, sondern nach einer guten Lösung. Voraussichtlich gibt es mehrere, aber es gibt gute Lösungen, die ich auch durch Analysieren, wo ich durch Analysieren drauf kommen kann. In einem komplexen Umfeld gibt es nicht mehr die gute Lösung, sondern da muss ich gucken, dass die Lösung entsteht. Das heißt, ich muss mich so verhalten, dass Lösungen wahrscheinlicher werden. Und das heißt viel ausprobieren. Nicht lange analysieren, sondern ausprobieren. Kleine Schritte machen, gucken, was passiert, das System kennenlernen, die Situation kennenlernen und dann angemessen darauf reagieren. Wohingegen in einem chaotischen Umfeld, in einer chaotischen Situation es wirklich darum geht, neue Lösungen überhaupt zu entwickeln und die heißen nicht mal mehr ausprobieren, sondern überhaupt handeln. Da geht es eigentlich darum, das System irgendwie zu stabilisieren, irgendwie in den Griff zu kriegen. Manchmal erleben wir Menschen, dass sie in komplizierten Situationen einfach den Aktionismus aus dem chaotischen System leben, aber das ist eine andere Geschichte. Soweit mal in Kürze das Kinevin-Modell als ein Beispiel für welche Auswirkungen es hat, wenn ich anerkenne, dass mein System, mein Führungsumfeld, die Situationen, in denen ich mich befinde, nicht mehr kompliziert sind, sondern komplex sind. Welche Kompetenzen ich dafür als Führungskraft brauche, wird mein Kollege an anderer Stelle Ihnen nochmal mitgeben. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, am einfachsten über unsere Mailadresse info@system-works.com oder einfach bei uns bei SystemWorks auf die Homepage gehen und mit uns in Kontakt kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen inspiriert habe und etwas zum Nachdenken gegeben habe. Auf Wiedersehen.